Hey, Jim, this is your turf. What the hell's going on? The whole place has gone mental. Yeah, it's your old friend Gary. He's the one causing all the trouble. The kid's a complete psycho, and now he's got the teachers and prefects on his side. So? So, we run in there, try to stop the fighting, and find a way to deal with Gary. All right, one question. How are we gonna stop a load of kids from beating the crap out of each other? It's America. We go in there with threats and bribes until we get what we want. If all else fails, we beat the crap out of everyone. That's why I brought along backup. Russell likes to hurt people for peace. Cool. Then it's a plan. Damn, they're locked. Don't worry, Russell will get it. Und? Okay, sorry, Russell. So, ich muss jetzt hier nach den Gang-Anführern suchen. Alter, hier prügeln sich ja alle. Holy moly, was sind sie denn alle? Oh, ich kann ranzoomen. Oder sind die ganzen Gummibänder ja auch alle eingezeichnet? Schön, dass ich das jetzt gegen Ende des Spiels merke. Also, Einheits bei der Turnhalle. Wow. Du Schande. Ist das schlimmer als im Krieg? Okay. Führer Nummer 1. So, Russell. Tu, was du tun musst. Erledige. Verprügele die Menschen. Für den Frieden. So. Suche in den. Ach ja. Ja, nun auch noch. So. Ernest oder Ernest oder wie auch immer ausgesprochen wird. Der ist schon mal erledigt. Ich denke mal, dann geht's hier rechts weiter. Ein Mädchen. Was? Ach nee, es ist ja gar nicht das Mädchen Wohnheim. Hätte mich auch gewundert. Ah. Aua. Wow, der ist schon ein bisschen schwieriger. Wie konnte man denn nochmal blocken? Wie ging das nochmal? Ah! Aua! Danke, Russell. So, 2 gegen 1. Ich finde das fair. Oh, scheiße. Aua. So, die haben hier netterweise Getränke fallen gelassen. Na, komm her. Russell, du machst einen guten Job. Ich mag dich. So, geht doch. Hast du vielleicht auch ein Getränk dabei? Nur mal so aus Nettigkeit. Nein. Schade. So. Ja. Ups.
Alter! Russell ist zwar auch ein bisschen angeschlagen, aber der Ding wird es noch gut gehen. Wir haben ja am Anfang des Spiels herausgefunden, dass er ziemlich einstecken kann. Der Typ ist auch ein Schrank. So. Aua! Lass Russell in Ruhe, Mann! Packt eure scheiß Baseballschläger weg! So. So. Russell, mein Kumpel, ich lass dich nicht alleine. Genau, halt ihn fest und ich schlag den einfach. Was für mein Kumpel, wir schaffen das. Ja, ja, geht doch. So, für den letzten Anführer, vorher noch ein bisschen. Hier, nimm. Trink. Dann nicht. Dann kann er sich halt nicht heilen. Schade. Schade, schade, schade. So, der letzte Anführer. Beim Mädchen. Dings. Beim Mädchenwohnheim. Wer ist denn da? Ah. Alles klar. Dann machen wir mal. Jimmy. Boah, tritt einfach. Oh, scheiße. Hat der gerade auf mich gespuckt? Das wirst du bereuen. Beziehungsweise... Russell, kommst du klar? Ja. Gerade so noch. Wo ist denn der andere? Hat er kein Getränk fallen gelassen? Bin ich aber unverschämt. Ah, hier gibt's aber was. Dann kaufen wir einfach. Noch eins. So. So. Mit wem müssen wir uns treffen? Mit Edgar? Mit Edgar Wallace? Direkt beim Schulgebäude. Ich liebe die Musik. Anders kann ich es nicht. Kann ich es nicht sagen. Oh, Edgar, hast gut gemacht. Danke. Was? Ich habe gar keine Waffen in der Hand gehabt. Hat er jetzt all meine Waffen mitgenommen? Your attention, please. Jimmy is complete human trash.
Hat er jetzt all meine Waffen weggenommen? Habe ich jetzt auch gar keinen Raketenwerfer und so? Moron! Why'd you do it, Gary? Why not? I won! I tricked everyone! Starting with you, the head, the loser kids in town, and the prefects! Me! I won! You are sad, man! I might be sad, but I run your world, moron! And don't you forget it! You did all my dirty work for me, Hopkins! You're like a puppet, only dumber! Whatever! Let's finish this! Okay. Ja, Gary. If you prove to me one thing this year, it's slow. You'll never catch me, Hopkins. You're too trusting, Jimmy. From the start, you were pathetically naive. Aua. Ah, so hätte ich ausweichen müssen. Oh, Scheiße. So sad, so hopeless. Just needing a friend, any friend. You were so easy to manipulate, Jimmy. Ich kriege dich, Gary. Careful. Ah, da hinten bist du. Ich bin zu sehr konzentriert, um auf die Untertitel zu achten. Und die Kamera, die macht schon wieder Scheiße. Haha, hat nicht geklappt.